das Besondere ist bei einer solchen Fußball-Weltmeisterschaft, Sebastian, ist ja auch die Tatsache, dass man hier nicht für den Verein spielt, sondern für sein Land. Genau, das ist ja dieses Wir-Gefühl, wir repräsentieren. Und das ist ja jedem anzumerken, die stolze Brust in jedem Trikot. Aber die müssen natürlich auch die in sie gesetzten Hoffnungen erfüllen. Cermiti, Ben Sada, Ben Kalfala. Und Schuss, Ball ist frei. Schön gespielt. Ja, da geht was. Das muss es sein. Er steht genau richtig, genau da, wo der Flankenball hinkommt. Ja, Stürmer hat es geschafft, sich den Ball zu holen. Eckball für Südkorea. Zweikampf, aber sie haben keinen Ballbesitz und der Schiedsrichter erkennt hier auch Freistoß. Klasse Parade vom Torhüter, der nichts anbrennen lässt. Ja, und die Fans haben sie jetzt augenscheinlich auf den Keeper abgesehen. Ki Sung-jong. Problem für den Keeper. Lee Kyung-ho, Julian Park. Erstmal geklärt. Kim Chi-wo. Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball. Cermiti. Mukari. Cermiti. Gutes Zweikampfverhalten, aber sie kommen nicht in Ballbesitz. Julian Park. Kim Chi-wo. Aus der Entfernung. Gehalten zunächst, aber jetzt. Weit rausgeklärt den Ball. Einwurf für Südkorea. Ki Sung-jong. Ben Sada. Ja, das hat nicht funktioniert. Souverän gelöst, diese Situation vom Abwehrspieler. Ja, es muss Einwurf geben. Kim Chi-wo. Er flankt und direkt auf den Verteidiger gespielt. So, sie bauen erstmal auf. Er hat den Ball sich wiederholt. Gut gemacht. Ah, da wird der Trainer zufrieden sein. Ben Sada. Gut gemacht. Abwehr steht goldrichtig. Julian Park. Kim Chi-wo. Und so eine Flanke könnten wir jetzt gut gebrauchen. Na, beinahe hätte es einen Eckball gegeben. So müssen sie sich mit einem Einwurf begnügen. Der hat einen guten Einwurf. Ki Sung-jong. Jetzt wird es ungemütlich für den Torwart. Ermahnung tut es da nicht. Da gibt es eine Verwarnung, gell? Sung-jong. Ja, und so brennt hier gar nichts an. Cermiti. Park. Und schon haben sie den Ball wieder verloren. Ja, liegt immer noch da. Ich bin mal gespannt, ob er weitermachen kann.
ja, den hat er nicht voll getroffen und das Ergebnis ist dementsprechend. Ja, und wenn wir uns die Situation so betrachten, dann scheint sich der Trainer jetzt in Sachen Auswechslung seine Gedanken machen zu müssen. Ja, auf jeden Fall. Also er wird definitiv wechseln müssen und das ist ja ein wichtiger Mann. Also schon ein Verlust für sein Team. Ja, da hat er sich augenscheinlich eine Verletzung zugezogen, muss jetzt ausgewechselt werden. Cho Won-hee. Chermiti. Nari. Oh, Trainer ist sauer. Einfach mangelnde Konzentration, die er da zu beklagen hat. Und bitteschön, Einwurf gibt's. Ki Sung-yong, Ju Yong Park. Vorsicht! Ja, den Flankenball holt sich der Verteidiger. Benzada, klare Sache, Freistoß. Sung-yong, Ju Yong Park. Mikari. Gutes Abwehrverhalten, aber sie kommen nicht in Ballbesitz. Lee Kyung-ho. Mikari. Und er hat gut nachgesetzt, oder? Ja, erst den Ball verloren und dann nochmal schnell hinterher. Also eine gute Aktion. Chermiti. Ki Sung-yong. Ju Yong Park. Und die Flanke wird eine sichere Beute für die Abwehr. Das ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Ki Sung-yong. Ju Yong Park. Sauber. Ja, nicht nur abgewehrt, sondern gleich auch noch den Ball souverän festgehalten. Cho Yong-yong. Ja, Fans freuen sich über solche Abwehraktionen. Ben Kalfala. Ben Sada. Achtung, Kopfball. Ohne Mühe. Möglichkeit jetzt. Das ist das Tor. Oh, das hat er aber ganz raffiniert gemacht. Das hat er richtig gut gemacht. Da wartet er ganz lange und trickst so den Torhüter aus. Der erste Treffer, das 1:0. 1:0, das ist der Pausenstand. Und das lässt beiden Teams im Prinzip für die zweite Hälfte noch alle Möglichkeiten. Die Spieler sind da, die Assistenten sind da, es kann losgehen. Schiedsrichter pfeift an, zweiter Durchgang. Ja, nee, das kann er viel besser, viel, viel besser als in dieser Situation. Ja, er kommt zwar an den Ball ran, kann ihn aber nicht kontrollieren. Ki Sung-yong. Könnte was werden. Und jetzt, ja, gut zurückgeholt den Ball. Schön gespielt. Ja, der Pass kommt an. Achtung, abgewehrt hat er ihn, aber nicht festgehalten. Die Abwehr macht ganz sicheren Eindruck. Nari. Ben Kalfala. Und den Ball wollte er haben und er hat ihn bekommen. Ja, genau in die Mitte gespielt der Ball. Ki Sung-yong. Ju Yong Park. Gut abgefangen hat er da den Ball. Au, in der Haut des Schiedsrichterassistenten möchte nicht stecken. Das war eine ganz knappe Entscheidung. Ja, seine Mannschaft hat hier klasse gespielt. Das weiß natürlich auch der Coach. Bringt aber trotzdem nochmal einen frischen Mann aufs Spielfeld. Mikari. Ja, da wird der Trainer zufrieden sein nach dieser Abwehraktion. Ja, freut sich der Trainer. Und? Ah, über!
die Latte, über die Latte. Aber ich glaube, da wäre der Torhüter gar nicht mehr rangekommen. Das war ein schöner Alleingang und dann fehlt dann nur noch dieser letzte Kick bis zum Tor. Ja, das bleibt ihm verwehrt. Schade. Pass geht in die Mitte. Nari. Benkalfala. Er kommt an den Ball, kann ihn aber nicht kontrollieren. Ja, er hat ihn gestört, aber den Ball hat er nicht bekommen. Es gibt den Einwurf in der gegnerischen Hälfte. Und diese Flanke landet genau beim Verteidiger. Und der ist erstmal weg. Lee Kyung-ho. So, und was macht jetzt der Torhüter? Oh, ja, sie lagen hinten, aber jetzt ist alles wieder möglich. Ausgleich. Damit. Ja, toller Pass. Nikari. Benzada. Ja, und der Trainer überlegt, ob er jemanden zum Warmmachen rausschickt. Ah, ich glaube, brauche aber gar nicht, Tom. Der rappelt sich wieder hoch, schüttelt das einfach alles raus und dann spielt er weiter. Super gespielt, aber der war sofort zur Stelle, um die drohende Gefahr da abzuwenden. So, wer gewinnt den Zweikampf? Der Stürmer setzt sich durch. Ganz, ganz sicher hat er das gemacht. Und schon ist er da, der Ballverlust. Ja, aber Fußball darf man auch den Körper einsetzen. Ja, sehr schöner Pass. Möglichkeit jetzt. Ja, und der Torwart hat ihn. Ja, einfach wunderbar, toll mitgespielt. Eine sehr gute Aktion. Lee Kyung-ho. Ja, jetzt ist er durch, jetzt ist er vorbei. Eckball für Südkorea. Sogar fest. Und der Schiedsrichter sagt, das war ein klarer Freistoß. Ja, zumindest schafft er es, den Gegner zu stören. Oh, das war eine klasse Chance. Ja, man spürt sofort, mit dem Unentschieden sind sie nicht zufrieden. Und so kurz vor Schluss kann man schon mal sagen, wer jetzt ein Tor schießt, hat gewonnen. Die Riesenchance, hier in Führung zu gehen. Ja, das hat er noch richtig gut gemacht, setzt sich schön durch und den letzten und entscheidenden Zweikampf gegen den Torhüter, den kann er dann nicht mehr gewinnen. Na, da loben wir mal den Abwehrspieler. Gut reingegangen in den Zweikampf, aber sie haben keinen Ballbesitz. Nur noch 5 Minuten und es steht immer noch unentschieden. Klasse Pass. Wunderbarer Pass. Ja, das ist das erfolgreiche Defensivverhalten, was der Trainer sehen will. Erstmal geklärt.
jetzt setzt er hier die Verteidigung matt. Nee, der passt nicht. Genau getimt. So, dieser Eckball könnte die Führung werden. Vielleicht ist das jetzt schon sowas wie die letzte Chance. So kurz vor Schluss. Und der Ball landet genau in der Mitte. Ja, und da gehen sie dazwischen. Hätte was werden können. Und der muss drin sein. Und Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Entscheidet auf Einwurf. Ja, und entschieden, der Trainer wird sich Gedanken machen müssen, wo seine Mannschaft jetzt eigentlich nur wirklich steht. Ja, aber immerhin ein Punkt, muss man sagen, und das zu Recht, denn beide